Hallo Leute und herzlich willkommen zurück in der Chaosküche. Heute machen wir einmal gebratene Knoblauchgarnelen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir brauchen 20 Gramm Knoblauch und die schneiden wir in Hälften auf 5 Gramm. Das heißt, 2 mal ein Knoblauchzehe und die dann noch halbieren. Leute, nur das eine halbieren. Ah, jetzt. Alles klar. So, dann brauchen wir jetzt die Pfanne hier. Dann nehmen wir hier den Knoblauch. Der kommt, glaube ich, auch nicht rein. Oder er kommt in die Pfanne. Machen wir die erstmal hier drauf. Als nächstes brauchen wir wieder Butterschmalz. War das nochmal? Hier. So. Petersilienblätter. Ach scheiße, warte, das Basilikum. Dreimal so ein Blatt. 2 und 3. Dann 10 Gramm Salz. Zitronenpfeffer 10 Gramm. Alter, was ist denn Zitronenpfeffer? Noch nie gehört, Alter. So. Scheiße, wir hätten die Garnelen. Ach, warte mal, wir brauchen eine zweite Pfanne. Wir nehmen jetzt einfach die hier. Ich habe keine andere gefunden. Brauchen wir 120 Gramm Shrimps. Also, die Dinge halt. Garnelen. Wo sind denn die? Okay, Leute, ich habe jetzt hier gefunden. Hier sind die Garnelen. Okay, warte mal. 40, 60, 80, 100. 120. Einfacher gesagt, einfach 6 Shrimps. So, die braten wir mal an für 30 Sekunden. So, die hat doch schon mal eine ordentliche Farbe hier. So, jetzt kommt das Ganze nochmal da rein und muss 20 Sekunden lang gebraten werden. Warte mal, wir machen das aber so. Nehmen die Pfanne, picken die jetzt so rein. Okay, bevor wir das aber jetzt braten, müssen wir noch Zitronensaft und Cayennepulver nehmen. Stellen wir mal hier hin und den Zitronensaft auch. Genau, das müssen wir nämlich nach dem Braten noch kurz machen. So ein bisschen das Zeug reinhalten. Okay, so, nochmal 20 Sekunden. Wir können ja schon mal kurz einen Teller nehmen. Diesmal nehmen wir einen solchen, glaube ich. Okay, jetzt muss da hier noch ein bisschen Zitronensaft rein. Oh, shit. Oh, war knapp. So, dann noch 6 Gramm Cayenne-Pfefferpulver. Übertrieben langes Wort. Genau, dann passt eigentlich das Ganze, oder? Das kommt jetzt hier auf den Teller. Einfach ohne die Soße. Warte, dann machen wir das mal so. So. Genau, und die Suppe, die können wir jetzt eigentlich hier wieder auskippen. Perfekt. So, jetzt müssen wir noch Brot irgendwie was machen. Keine Ahnung wieso. Okay, wir müssen jetzt da einen Drittel abschneiden. Ist das ein Drittel? Ja, ziemlich genau sogar. Okay, du kommst weg. Oh, wie ich den getroffen habe. Let's go, Digga. So, das Ganze kommt jetzt mit Olivenöl übergossen. So. So, jetzt müssen wir das Ganze in 20 Gramm Stücke schneiden. Okay, haben wir gemacht. Alle circa zu 20 Gramm jetzt. So, das müssen wir jetzt auch nochmal 20 Sekunden, 30 Sekunden lang braten in dieser Pfanne. So, dann können wir noch kurz eine Zitrone schneiden. Das ist auch immer gut für Saugehalt. Vierteln. Dann machen wir das jetzt. So, warte, jetzt liegt hier gut. Zack. Oh oh. Ja, ist ja gut, Alter. So, dann das Brot kommt hier auch auf den Teller. Pfanne können wir wieder hier hin machen. Und jetzt noch diesen Zitronenschnitz hier, dieser Viertel. Der ist ja, warte mal, 17 Gramm. Der muss 20 Gramm sein, das heißt, das passt. So. Wunderschön. Oh nee, nein, oh Gott, warte mal. So. Nein, oh Gott, es eskaliert. Alter, wir haben 3 Sterne Geschmack und 5 Umsetzungszeit wieder. Gesamtpunktzahl wieder 3. Aber das ist eigentlich ganz gut, also. Es sieht auch lecker aus. So Leute, hier ist wieder ein kleines Chaos, aber das macht ja nichts. Der Kühlschrank ist auch wieder verbuggt, wie immer eigentlich. Und ja, das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.